Autonomes und vernetztes Fahren, das war das Thema der Fachkonferenz Tacheles des FZI Forschungszentrum Informatik am 5. Juli mit über 100 TeilnehmerInnen. Ein erfolgsversprechender Auftakt für eine neue Eventreihe zu einem Sujet, das mit hohen Erwartungen von Seiten der Nutzenden, von Mobilitätsanbietern und PolitikerInnen verbunden ist. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung, die einen frischen Blick liefern möchte, standen offene Fragen rund um die Validierung und Zulassung von Level 3 und Level 4 Systemen. Unter der Schirmherrschaft des anwesenden baden-württembergischen Verkehrsministers warteten auf die FachexpertInnen aus Industrie, Wissenschaft und Politik im Smart Production Park des Cyberforums Karlsruhe viele verschiedene Formate. Neben Keynotes, Impulsvorträgen und einer Demo-Tour in einem Reallabor standen verschiedene Workshops auf dem Programm, bei denen der sichere Einsatz von KI sowie der Umgang mit kritischen und seltenen Verkehrsszenarien im Mittelpunkt stand. Mit dabei waren VertreterInnen von Bosch, AVL, List, TÜV Süd, Cariat, DIN und dem DLR. Die Veranstaltungselemente dienten dazu, gemeinsam kritisch zu reflektieren, was beim automatisierten und vernetzten Fahren bisher erreicht wurde und realistisch aufzuzeigen, wie es auf dem Weg zu einer zukünftigen automatisierten und vernetzten Mobilität weitergeht. Die nächste Tacheles für 2024 ist bereits in Planung.